Also die Idee vom Vorort Mozartplatz, Kreative und Wirtschaft sozusagen miteinander zu kombinieren, halte ich für eine ganz, ganz wichtige. Weil diese Schnittstellen fehlen oft für Kreative, ja? Dass jemand wirklich den Kontakt knüpft mit den Unternehmen. Und teilweise tun sich Kreativwirtschaft und Wirtschaft noch sehr schwer zueinander zu finden, aber es wird immer besser. Immer, wenn ich nach Wien zurückgekehrt bin, war immer diese Kunstszene oder kreative Szene auch immer stärker. Ich denke, dass die Kreativszene zu einem maßgeblichen Wirtschaftsfaktor geworden ist, den man nicht unterschätzen darf. Rund 60.000 Personen, die im Bereich der Kreativwirtschaft tätig sind, das sind ungefähr Gesamtwirtschaft Wien gesehen 17,5%. Man hat es in Österreich nicht leicht, das ist ein kleines Land, 8 Millionen Einwohner. Da muss man schon ein bisschen kreativer auch sein, um Erfolg zu haben. Ich denke, dass kreative Umsetzungen zu einem Umsatz führen. Dennoch muss man sagen, im Verhältnis zu vielen anderen Ländern zeichnet sich die Wiener Szene durchaus durch eine gewisse Tiefe aus. Wiener Kreative haben grundsätzlich ein bisschen mehr Zeit und nehmen sich mehr Zeit, Dinge radikal zu hinterfragen. Ehrlich ist vielleicht diese Ambivalenz zwischen ja, dieses raue Ecken und Kanten, aber trotzdem mit Feuer im Herzen. Ich glaube, die Künstler sind eher mit anderen Themen beschäftigt als mit Politik. Also Wünsche an die Politik gibt es viele in allen Bereichen. Im Kreativbereich ist es eine ganz klare Formulierung. Mehr Förderung, mehr Geld, mehr Chancen. Kreative Arbeit ist eine Arbeit wie jede andere, muss genauso gut bezahlt werden. Was, glaube ich, für Wien wichtig wäre, wäre von der Politik auch eine Unterstützung in der Außenwirkung. Das heißt, den Standort auch zu vermarkten auf innovative Art und Weise. Ich versuche mit meiner Arbeit den Menschen mit seinen Wurzeln zu verbinden. Was auf jeden Fall sehr hilfreich ist, ist ein gutes Netzwerk. Das Forum Mozartplatz, finde ich, ist ein sehr, sehr guter Treffpunkt und Ankerpunkt für Wirtschaft und Kreativität. Ein Forum für wirklich gute Gespräche zu bieten, finde ich sehr wichtig und ist etwas, was sonst irgendwie noch nicht so stark abgedeckt wird. Anja Hasenlechner ist eine Integrationsfigur in dieser österreichischen Kreativszene, auch an der Schnittstelle zur Wirtschaft. Sie hat eine große Gabe für die richtigen Unternehmen, die richtigen Kreativen auszuwählen. Ich gratuliere euch ganz herzlich und hoffe, dass wir weiter am Aufbau der Wiener Kreativszene arbeiten können. Ich wünsche dem Forum Mozartplatz und der Anja das, was ich allen Geburtstagskindern wünsche. Alles Gute, lasst die Puppen tanzen, lasst die Korken knallen und weiter einen spannenden Weg. Je souhaite au Forum Mozartplatz de belles rencontres en fait. Voilà. Ja, alles Gute zum 10-Jährigen natürlich von meiner Seite. Ich hoffe, dass wir noch viel gemeinsam machen. Weiter so. Wie das so ist bei einem 10-Jährigen oder einer 10-Jährigen, es ist, man ist gut aufgewachsen, aber noch nicht in der Pubertät. Das, was als nächstes kommt, ist die Teenagerzeit und die Pubertät und die Revolution. Ich freue mich drauf, ich bin dabei.